Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 9. Juli. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, 8:30 Uhr. Der Fokus liegt hier auf diese mittlere orangene Linie. Aktuell bei 12.609 und 12.582. 4 Minuten haben wir noch Zeit und dann drücken wir entweder hier oben drauf. Oder wir drücken dort unten drauf. Das wäre die C-Box. Alternativ, seht ihr, gibt es eine Big Number auch, aber wir haben diese Woche gesagt, wir starten mit der C-Box diese Woche nochmal durch, weil der eine oder andere das lange nicht getradet hat. Und er hat gesagt, okay, dann machen wir es. Ja. Daily Pivot liegt bei 12.567 und wir schauen uns einmal die Blue Box nochmal von gestern an. Eine 29er, da brauchen wir nicht viel reden. Der Raketenstart hier nach oben. Und danach gab es 50er und 45er. Also keine kleinen Boxen. Bei den Vola-Boxen sehen wir hier im gestrigen Handel ein Trade. 1, 2, sehr schön für einen Hedge-Auflösungstrade gewesen. 10:35 Uhr. Um 9 Uhr direkt ist keiner reingekommen. Dann am Nachmittag gab es hier nochmal ein Gedöns um 12 Uhr, ist aber nicht unsere Zeit. Insofern ist das eher da die Zeit gewesen. Also auch dort waren einige gute Trades. Wir gucken jetzt einmal nochmal die C-Box, dass wir das nicht verpennen. 28 und einen schnellen Blick auf den Chart im DAX. Tage Kinji und Century Line Pro. 4 Stunden. Kinjunsen-Linie liegt mittlerweile bei 12.403. Auf Tagesbasis liegt die Kinjunsen-Linie. Zack. Bei 12.064. Weekly-Basis liegt sie nach wie vor hier sehr waagerecht bei 10.961, also bei 11.000. Auf den Heikin-Ashi-Charts-Vorlage. So, Tagesstrategie, Weekly sehen wir weiterhin stabile blaue Kerze. Die Wochenkerzen sehen wir, die Tageskerzen werden immer kleiner und entschieden, wie wir sehen hier. Also immer noch die rote Sonne, signifikant hier oben, hat Platz genommen und es ist aber noch kein richtiger Abgabedruck da. Das heißt, es ist immer noch aktuell hier eine abwartende Haltung. Aber gleitende Durchschnitte zeigen alle nach unten, nach oben. 4 Stunden sehen wir auch die gleitenden Durchschnitte oben. Auf Stunde sehen wir im DAX 100er und 200er Moving Average, wo er sich gerne drum kümmert. Einmal hier das Setup und einmal hier das Setup 100er und 200er Moving Average. Auf 30 Minuten heute klebt er auch hier auf dem 200er. Der Breakout wäre dann hier auf diesem Niveau. Das wäre die Marke von 12.500. Sehen wir sehr schön, dass wir hier mehrmals aufgesetzt haben. So, da ist eine schöne Unterstützungszone. Wenn die bricht, kann es theoretisch weiter nach unten gehen. Das Ganze auf 15 Minuten auch nochmal zu sehen. Auf 5 Minuten haben wir es dann auch hier. Und das war's denn? So, C-Box, gehen oben rein in die Pending Box. Das bedeutet, ich mache den Chart ein bisschen größer. Wir würden Short gehen, meine Damen und Herren, bei 12.610. Long würden wir gehen bei 12.625. Short bei 12.610, Long bei 12.625. Die andere Alternative wäre dann da unten bei 12.582 Long und dann 15 Punkte tiefer Short. Ich mache das ein bisschen größer. So, Pending Box ausgeführt. 8:44 Uhr und wir sind short im ersten Trade bei 12.610 Punkte. 8:44 Uhr.
So, Landeanflug. Die blaue Linie liegt direkt mehr oder weniger auf dieser Big Number. Der Kurs ist relativ ruhig. Es ist 8:49 Uhr. So, 8:50 Uhr. 8:50 Uhr und der erste Trade ist nach Hause gekommen, ist in Gewinn gelaufen. So, das bedeutet, wir machen jetzt Schluss und konzentrieren uns gleich auf den nächsten Trade um 9 Uhr. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Handelstag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne bei uns anmelden für einen Gastzugang im Live-Trading-Raum. Das heißt, ihr könnt jetzt, theoretisch würdet ihr dann jetzt mit mir mittreten bis 12 Uhr. Ja, ansonsten gute Trades und dann bis morgen.